Herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. So, jetzt sind wir wieder hier bei unserem Katastrophenteil da. Also hier kommt man schon mal nicht rein. Wir müssen irgendwie in das reinkommen, aber wie? Da ist ein Fenster offen, da oben. Kommt man da hin? Wenn wir von außen gucken. Jetzt sieht man es von außen. Ist da irgendwas offen? Da ist doch nichts offen. Ne. Da muss ich einen Stein dagegen schmeißen. wie kann ich den Stein nehmen? Waffen. Die Scheibe einschlagen oder was? Ja, danke. nehmen. Also da oben ist eine, ist ein gekipptes Fenster. Ja, und? Was bringt mir das? Nix. Nix bringt's mir, nix. Hä? Habe ich mal wieder was übersehen? Hier was drücken oder was? Nein. Hätte es sein können. Hätte es sein können. Aber ist es nicht. Ein Boiler Room. Natürlich auch zu. Also hier liegt auch nichts mehr. Ich glaube, den Stein kann ich vergessen. Der bringt mir überhaupt nichts. Vielleicht habe ich irgendwas im Bus vergessen. Warte mal, kriechen vielleicht. Da liegt irgendwas drunter. Man weiß ja nie. Ich traue Spielen alles zu. Ne, da ist überhaupt nichts. So cold. Gar nix ist da. Gar nix. Da liegt auch nichts rum mehr. Nö. Wir machen mal Feuer. Bringt doch nix. Looks like it worked. So, Brennstoff hinzufügen. Machen wir da ein Buch rein hier. So, Stücke. Ist hier noch irgendwas? Hier was drücken auch nicht. Das regt auf. Werkbank. Da ist auch nichts mehr. Nö. Da kann man auch nichts nehmen. Nö, da ist nichts. Dann trinken wir mal einen Kaffee. Warte mal, eine Dose können wir wieder wegtun. Wir bauen hier schon wieder 50 Dosen hier. Weg. Huch. Weg. Weg. Gut. Das, was kaputt ist, das brauchen wir nicht aufheben. Ist dann schon wieder was frei.
So. Und gleich mal was gegessen. Genau. So, wo lag jetzt der eine Wolf da? Wo lag der nochmal? Hier, ne? Kann man doch essen, oder nicht? Fleisch, genau. Machen wir jetzt auch. So. Drei Stunden geht es noch. Okay. Garen. Und garen. Wolfsfleisch. Eine Stunde. Nein, da kommst du nicht hin. Die Tür ist zu. Wenn du willst, mach ich die auch noch zu. Tschüss. Ich glaube, es hackt. So. Naja, warten wir mal, bis es fertig ist, das Essen. Sollte vor dem Verzehr gegart werden. Doch, das würde ich auch tun. Wir können ja mal alles garen. Machen wir nochmal Brennstoff hinzu. Machen wir mal Kohle rein. Ist ja wieder ein bisschen leichter. Ja, ich rannte dir schon wieder, ich weiß. Ich frage mich nur, wo hier ein Schlüssel sein soll. Hier ist nur eine Autobatterie, aber was will ich mit der? Was will ich damit? So, Temperatur steigt. Ja, müssen wir warten. Müssen wir warten? Benötigt 15 Stöcke und 5 Stoff. Dann können wir hier ein Iglo machen. Oh, die ist schlecht. Was ist denn los? Der Wolf ist weg. Ja, ja. Nein. 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 Nein, immer noch nicht. Da müsst ihr mich eigentlich jetzt schon kennen, oder? Dass er mir nichts tut. Da rein müssen wir auch mal hier. Damit wir da rein können und dann geht hier der Strom los. Aber wie? Das ist auch noch eine Frage. Warte mal, warte mal. Da ist doch was. Nö. Hätte das sein können. Wie immer ist es nix. Ja, wie komme ich da hin? Vielleicht außenrum dann irgendwie. Vielleicht doch durch die eine Tür bei dem Haus, wo wir drin waren. Vielleicht hinten raus. Das kann sein. Habe ich das eigentlich schon probiert? Ich weiß gar nicht. Wollen wir gleich probieren. Ach so, warte mal. Wir müssen hier noch verwenden. Verstauchtes Handgelenk. Ja. Genau. So. Jetzt geht uns besser, jawohl. So, das Fleisch ist auch gleich fertig. Das andere Fleisch lassen wir erstmal.
Und dann gehen wir nochmal zu dem Haus rein. Und dann hinten raus. Ich glaube, muss ich die andere Tür nehmen. Schmerzen geheilt. Jawohl. So will ich es haben. Dann trinken wir mal was. Prost. Oh. Halben Liter getrunken. Bisschen übertrieben, ne? Oh, Essen. Oh. Geil. Okay. So, Fackel nehmen und los. Raus, anzünden. Wo ist der? Der ist gerade nicht da. Der ist nicht zu Hause. Dann gehen wir. Also hier kann man auch nicht lang. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hau ab. Scheiß Vieh. Du brauchst mir gar nicht folgen. Was denn das? Tür zu. Oh. Das war's knapp. Okay, jetzt haben wir unsere Ruhe. Voilà. Ah. So. Okay, jetzt haben wir Ruhe. Gut. Machen wir auch nochmal die Tür zu. Zack. Ja, ja. Mecke jemand anders voll. Hau ab. Hau ab. Tür zu. So. So, jetzt sind wir hier wieder. Hier konnte man nicht rein, ne? Nee. Okay. Hier geht's auch nicht durch. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ach, das ist die Tür hier. Ach. Das ist doch Mist. Oder hier hoch. Warte mal. Warte mal kurz. Hier oben vielleicht muss ich rum. Ach, halt die Schnauze. So. Da ist das Teil. Hier muss ich hin. Da. Ah, Fenster. Oh mein Gott. Jetzt sind wir hier. Oh. Ja, siehst du? Doch Fenster. Was gibt's hier alles? So. Durchsuche das Krankenzimmer. Gibt's auch ein gesundes Zimmer? So. Buch. Papier, Buch. Wasserreinigungstabletten, jawohl. Jetzt geht's ab. Nähzeug, Ahornsirup, das ist neu. Dieser kalorienreiche Sirup ist dickflüssig, süß und eine ausgezeichnete Energiequelle. Pfannkuchen separat erhältlich. Geil, hier gibt's neue Sachen. Das ist lustig. Kann man das wegschmeißen? Das nervt ein bisschen. Ah, so. Ja, dann durchsuchen wir hier mal alles in Ruhe. Wonder if this is any good to eat. Limo. Geil. Kühlschrank. Nix. Schon wieder ein Buch. Okay. Leer. Leer. Auch leer. Auch leer.
Eine Windjacke. Okay. Energieriegel. Oder Energieriegel. Also hier ist nichts. Schwarzfels Memo verspäteter Mitarbeiter. An Vorarbeiter der roten Schicht Kopie Dr. Childs. Und wieder einmal fragen wir uns, was genau Murphy treibt, wenn er zu spät zu seiner Schicht kommt. Das ist jetzt schon das 6. Mal diesen Monat. Niemand scheint zu wissen, wo er steckt. Wir wissen nur, dass er sich nicht auf dem Gelände aufhält und zu Fuß statt mit dem LKW unterwegs ist. Angesichts der aktuellen Schichtplanung kann der Wärter keine Disziplinarmaßnahmen verhängen. Daher geht eine Kopie dieses Memos auch an den Arzt, nur für den Fall, dass Murphy medizinische oder psychiatrische Hilfe benötigt. Aber erstmal müssen wir ihn finden. Zuletzt hat man ihn auf dem Weg zum Fluss in der Nähe der blockierten Brücke gesehen, südlich des Gefängnisses. Wir sind uns alle bewusst, was die Isolation hier draußen anrichten kann, aber wir müssen trotzdem unsere Arbeit erledigen. Das Schwarzfeld-Verwaltungsteam. Neues Ziel, Suche nach Hinweisen auf den verspäteten Schwarzfeld-Mitarbeiter. Okay. Was ist das? Nix. Der geht mir draußen langsam auf den Sack. So, Papier, Buch. Okay. Kaffee, Lederschuhe. Sehr schön. Gehen wir mal in die Hocke, vielleicht ist da irgendwas. Metalllampe. Oh, hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, jetzt gucken wir es mal hier. Wegen Anziehen. Was haben wir denn hier? 2,4. 2,7. Ja, dann ziehen wir doch das an, oder? Zack. Zerlegen. So. Dann haben wir hier Schuhe. 7, 8. Nö. Zerlegen. Gut. So, kann man hier was reparieren? Ja, können wir. Jetzt wird es wieder Zeit. Die Reparierstunde ist wieder da. Jetzt haben wir wieder Nähzeug. So. Okay, 99%. Das brauchen wir nicht machen. 90, 100, 99, 63. Das müssen wir machen. Jetzt haben wir nichts mehr. Ja, reparieren. Getrocknetes Leder haben wir auch. Geil. Okay. Mülleimer. Hier geht nix. Natürlich. Jetzt auf einmal. The same question. Quit fucking around. Who are you? I'm nobody important. Just a bush pilot. My name's, You forgot your name. My name's Mackenzie. Right. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie. Welcome to the party. You working for those assholes in prison? Which ones? I mean, no. No, not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. Mackenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate.
And I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you? And what do you want? Ooh-wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. So, they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in? Right. But you aren't helping them. No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you? Help me? Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, I'm not telling you. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed in the rest of this frozen hellhole. Well, I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. I'll do my best. Uh-huh. Well, that was weird. Ja, das kann man sagen. So, was haben wir hier? Ich sehe nichts mehr. Toll. Batterie leer. Machen wir die Fackel an. Wenigstens was. So, was haben wir hier? Nix. Plastikbehälter. Nix. Warum nicht? Da ist noch einer. Auch nix. Meine Güte. Oh, Schmerzmittel. Sehr gut. Können wir gleich einpfeifen. Gleich nehmen. So. Okay, da haben wir das auch. Wir haben hier Streichholz, ich sehe nichts. Da ist ein Zettel und eine Schüssel. Schmerzmittel. Schmerzmittel. Okay. Memo. Dr. Childs, wir haben einen Anruf vom Haupttor erhalten. Es gab eine Art Unfall unten am Hügel. Ein paar Beamte sind runtergefahren, um sich das anzusehen. Ich habe ihnen ihr Notfallset mitgegeben. Sind doch in letzter Zeit so viele Wölfe unterwegs. Leider enthält das Set so ziemlich unser letztes Morphium und unseren guten Antibiotika. Bitte prüfen Sie den Bestand und füllen Sie ihn so bald wie möglich wieder auf. Vielen Dank, Bud. Okay. Schwarzfeld-Torschlüssel haben wir. Suche den Gefängnis-LKW und die Medizin. Wir haben den Schlüssel. Jetzt haben... Oh, geil. Schwarzfeld-Blues. Der Mitarbeiter spät dran und wird vermisst. Das ist jetzt unser... Unsere Karte hier, oder was? Ach du lieber Gott. Ich sehe nichts. Okay. Also hier ist nichts mehr. Gut. Dann gehen wir wieder. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge von The Long Dark. Und dann, ja, verbrenne ich noch. Und dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.